Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht, von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Allem Respekt. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Ja. Hallihallo und damit herzlich willkommen bei meinem neuesten Abenteuer Risen 2. Sehnsüchtig lange habe ich darauf gewartet und jetzt geht es endlich los. Und wir statten uns zuerst mal aus hier mit ein paar Äpfel. Ein Schwert darf natürlich auch nicht fehlen. Den Krog nehmen wir mit. Natürlich ein dicker Goldbeutel und ich fange auch direkt an hier zu zocken. Ohne lange zu labern, einfach weil ich so heiß bin auf dieses Game. Was haben wir denn hier noch? 400 Gold. Die nehmen wir uns natürlich auch gleich noch mit. Alles nehmen, alles klar. Und jetzt haben wir hier alles. Hier steht einmal Inventar öffnen. Okay, und jetzt sehen wir hier die ganzen Ausrüstungen. Wir haben gerade ein Schwert gesammelt, also gehen wir mal kurz auf alles. Und können das hier ausrüsten. Proviant ziehen wir hier unten auf die 1, dass wir uns damit auch ausrüsten können. Das Lebenselixier, was ist das hier? Nicht so stark wie rum und daher auch nicht so wirksam. Okay, Blut aber plus 50. Nehmen wir natürlich auch mit auf Nummer 2. So, was brauchen wir noch? Mehr haben wir gar nicht. Also können wir das Inventar auch gleich wieder schließen. Logbuch öffnen steht da. Trifft den Kommandanten. Kommandant Carlos will mich sprechen. Er wartet auf den Turm. Ja, so, gucken wir mal, wo dieser komische Turm ist. Oh, er hat mit uns gesprochen. Wer ist das? Julian. Ja, hallo. Gerade nicht. Will nicht mit uns quatschen. Okay, dann laufen wir hier einfach mal hoch und hoffen, dass der Carlos hier irgendwo rumsteht. Der alte Gangster. Und da steht er auch. Und was macht er? Er glotzt hier mit seinem Teleskop in die Ferne. Und dann werden wir ihn dabei natürlich gleich mal stören. Hallo, Carlos. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Ach du Scheiße, was ist das denn? Es geht los. Was geht los? Ein Kraken!
Das ganze Schiff reißt er in die Tiefe. Tja, das war's, Leute. Time to say goodbye. Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft dazu verwenden. Am besten, du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Wie nein? Gibt's doch gar nicht. Okay, dann müssen wir jetzt schnell zum Strand hetzen. Und mal gucken. Zack, hier, Sprinttaste. Jawohl. So, hier, machst du auf, Junge. Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das. Was ist das denn da hinten? Sofort. Pass bloß auf da unten. Eine Maki-Bäre. Sieht eigentlich aus wie eine rote Aubergine. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Proviant erhalten. Wunderbar. So, und dann gehen wir mal runter zum Strand. Oh, glaube ich, war die falsche Richtung. Hier geht's lang. Und da haben wir sogar eine Kiste hier. Was ist denn da Schönes drin? Die Schiffbrüchigen können auch noch ein bisschen warten, oder nicht? Fackel nehmen wir mit. Noch mehr Proviant. Und Kugeln. Tja, leider haben wir keine Knarre. Ist auch egal. Einfach erstmal alles mitnehmen. Und jetzt sprinten wir geschwind. Aber irgendwie scheint hier gar kein Arsch zu sein. Doch. Tatsache. Ich rette dich. Patty. Ach du Scheiße. Waffe ziehen. So, jetzt helfen wir mal der holden Maid. Aber so wie es aussieht, kann sie auch ganz gut auf sich allein aufpassen. Was soll's? Sandteufel werden einfach weggebasht hier. Grünes Blut. Ah ja, sind ja auch schwierige Käfer. Boah, jetzt greift er mich aber an. Und Patty steht da hinten und macht gar nichts, oder wie? Hier, Patty, hilf mir. Ich glaube, sie hat wieder angefangen zu kämpfen. Glaube ich. So, da ist noch einer. Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Auf keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanenlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hatten noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Hm. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken. Na gut, ab ins Bettchen. So, sprich mit Carlos. Haben wir doch gerade. Na gut, dann machen wir es eben nochmal. Was soll's? Leere Kiste? Wo ist Carlos? Wieder auf dem Turm oder was? Haben wir keine Map? Ne, da steht keiner. Also gehen wir wieder runter. Der Spielstand wurde erstellt. Awesome. So, quatschen wir mal mit dem Kollegen hier. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das nicht? Das ist doch Schwachsinn. Tja, das ist doch Schwachsinn. So, der Held von Faranga hat seine eigenen Methoden. Vielleicht lässt er uns ja an seiner Weisheit teilhaben. Natürlich. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Immer doch. Sag, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Lass uns trainieren, Junge. Lass uns trainieren.
Männer, aufgepasst! Den machen wir fertig! Es gibt einen Kampf! Severin, so Mädchenname! Zeig's ihm! Was? Oh, der hat aber ganz schöne Moves drauf hier, der Kollege. Warum schlägst du nicht? Ich gleich mal was futtern. Los doch! Was? Mach schon! Bleib mir bloß vom Hals, Junge! Was passiert da gerade? Oh, scheiße! Der macht mich fertig! Hau ihn um! Ich muss jetzt Wodka-Zeug saufen. Alter, der mit seinen Kicks hier, das regt mich auf. Los da! Alter, der macht mich alle. Zeig uns, was in dir steckt. Wo will er denn noch hin hier mit mir? Hau ihn um! Komm her! Zeig's ihm! Ich muss mich ja ein bisschen zurückziehen wieder, dass meine Energie so ein bisschen aufgeladen ist. Sonst macht er mich wirklich noch fertig. Zeig's ihm! Er lädt aber sehr langsam auf die Energie. Mach schon! Geh weg! Zeig's ihm! Dreh dich um! Mach schon! Ich bin in der Ecke. Verdammt! Jetzt hat er mich! Scheiße! Ich bin beeindruckt. Oh! Mein ganzer Proviant ist weg! Das war brutal! Gibt's ja gar nicht. Der ist ja unbesiegbar, der Knilch. Ach, ist das ätzend. Ah, ich mag den nicht. Hier, Rekrut, sprich mit mir. Ich kann dir nicht helfen. Warum nicht? Juan. Was gibt's Neues? Das Schiff legt heute ab. Ich habe Befehl, den Gefangenen an Bord zu bringen. Okay. Wer ist der Gefangene? Wer ist der Gefangene? Ich denke, er ist ein Pirat. Hat wohl auf einem unserer Schiffe angeheuert und versucht, das Lagerhaus zu plündern. Jetzt geht's ab mit ihm nach Takarigua. Gut, dann geht's halt ab mit ihm nach Takarigua. Macht mir doch nichts aus. Jetzt gehen wir hier rein und da hinten steht er, glaube ich, schon. Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ursegur und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Sehr gut. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen diese Bestie unternehmen? Ey, pass mal auf, du, was soll denn das heißen? Ich bin der Beste! Ich bin der Beste. Das ist also dein bester Mann. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Alles klar, also Insel durchqueren und als Arbeiter ausgeben, das kriegen wir hin. Und die Piraten finden. Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Pirat Stahlberg. Bart, natürlich. So, okay. Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt da deinen Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen? Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr.
Okay, alles klar. Drei Questler hier. Finde Stahlbart. Auf nach Tagurira. Finde die Titanwaffe oder was stand da? Kiste ist verschlossen. Scheiße. Können wir irgendwas noch machen? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Heini hier? Was machst Angus? Du? Was ich immer mache. Rechnen. Und wenn ich alles durchgerechnet habe, rechne ich's nochmal. Aber was nützt es? Die Offiziere und Rekruten wollen ihren Sold. Nur gut, dass das bald ein Ende hat. Es gibt bald keinen Sold mehr? Quatsch, nein. Ich bin bald hier weg. Okay, du willst hier weg? Was ist mit meinem Sold? Das ist ja viel wichtiger als hier. Du willst hier weg. Was soll denn das? So. Was ist mit meinem Sold? Du bekommst nichts. Was? Ich hab genau gehört, was der Kommandant gesagt hat. Du bist kein offizielles Mitglied der Inquisition mehr. Das ist ja eine Frechheit. Ich bin auf geheimer Mission. Aber ich bin auf geheimer Mission. Über die du offiziell gar nicht reden darfst. Aber mit dem Gehorchen hast du es ja nicht so. Mist. Okay, du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus. Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, hm? Deswegen haben sie mich ja zum Zahlmeister gemacht. Dann weißt du doch bestimmt auch, wie ich in so einem Fall doch noch an meinen Sold komme. Naja, ich könnte es unter spezielle Aufwendungen verbuchen. Jetzt verstehen wir uns. In deinem Fall könnte ich 200 Goldstücke auszahlen. Ja, besser als nix. So, jetzt wollen wir doch mal wissen, warum der hier weg will überhaupt. Du willst hier weg? Hast du schon mal über die Festungsmauer geschaut? Hier geht bald alles den Bach runter. Da habe ich mich zur nächsten Expedition freiwillig gemeldet. Okay, erzähl mir über die Expedition. Erzähl mir mehr über die Expedition. Ich weiß nur, dass nächste Woche ein Schiff hier ankommt, das in die neue Welt segelt. Der Rest ist geheim. Genau wie bei dir. Aber ich bin mir sicher, da hinten ist es besser als hier. Das kann gut sein. Und wenn du Glück hast, Angus, dann gibt's auch keinen Kraken, der dich verschlingen kann. So, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um, bevor wir zum Schiff laufen. Hier, mit dem kämpfen wir jetzt nicht mehr. Schnauze voll von dem Kollegen. Juan, hast du noch was zu sagen? Ich werde an Bord sein. Ich werde an Bord sein, wenn das Schiff ablegt. Du fährst nach Takarigua? Was willst du da? Ja, darf ich natürlich nicht drüber reden. Das ist geheim. Ach komm, mir kannst du es doch sagen. Niemals. Ich hätte euren Arsch. Dann mach mal, lange geht das hier nämlich nicht mehr gut. Ich wünsche dir viel Glück, was immer du auch vorhast. Danke, Juan. Psst, komm mal her. Wo? Wer bist du denn? Largo. Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Was für Sachen? Ich muss mir abgewöhnen, hier eigentlich alles vorzulesen, denn sonst ist es doppelt gemoppelt und ihr wollt garantiert keinen Papagei hören. Ich klicke einfach mal drauf hier. Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Hab zu tun, verstehst du? Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Wo finde ich die Sachen? Jetzt lese ich schon wieder vor, das gibt's doch nicht. Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Aber die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn ihnen die Sachen wichtig wären, würden sie sie doch wegschließen, oder? Na sicher. Klingt einleuchtend. Klingt einleuchtend. Gut. Aber warte bis zum Tagesanbruch. Nachts verrammeln sie das Lager. Da kommst du nicht rein. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Der will nur meine Kohle haben. 500 Gold! Was? Ach du Scheiße, 500 Gold ist eine ganze Menge. Ich glaube, ich habe auch nur 500 Gold. Wofür braucht ein Gefangener Gold? Bist nicht der Schlaueste, was? Doch, eigentlich schon. Sagte der Mann hinter Gittern. Punkt für dich. Geh noch nicht weg, ja? Mit mir spricht sonst eh kein Schwein. Und bald verfrachten sie mich nach Takarigua. Da kann ich mich ja nur noch mit den Molukken unterhalten. Sie bringen dich nach Takarigua? Auf die Zuckerrohrplantagen. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört.
Wofür haben sie dich eingelocht? Wofür haben sie dich eingelocht? Ich habe mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Bin ganz leise gewesen, wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Dabei wollte ich mich nur umsehen, ja, schon klar. Genau. Natürlich. Ja, jetzt ist es die Frage, ich beende das hier mal kurz. Schauen wir mal in unser Inventar, wie viel Gold haben wir? 700 Gold. Ja, da wir allerdings gefürchteter Pirat werden wollen, wären natürlich so ein paar Schleichkünste nicht schlecht. Also ich mach das jetzt einfach mal, scheißegal. Ich hoffe, der haut mich nicht übers Ohr. Und falls doch, dann werde ich ihn auf seiner Zuckerrohrplantage finden und mir das Gold zurückholen. Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Du musst in die Knie gehen und dein Gewicht vorsichtig verteilen. Es hilft, wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst und dann langsam abrollst. Und mach nicht denselben Fehler wie ich. Lass dich nicht sehen. Gut, jetzt haben wir Schleichen gelernt. Steuerung links, alles klar. Dann versuchen wir mal hier rumzuschleichen. Und du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Na klasse. Aber wir haben es auf jeden Fall schon mal geübt. Und wir gucken hier nochmal rum. Hier ist aber noch was. Eigentlich wollte ich ja gucken, ob es hier noch irgendwo Ausrüstung gibt. Aber wir können natürlich auch erstmal mit Paddy quatschen. Und? Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Erzähl mir mehr über deinen... Ich soll nicht vorlesen. Ich lese immer wieder vor. Mann! Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Schatz? Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Also wenn ich das richtig verstehe, ist Patty hier, die kleine Jungfer, die Tochter eines berüchtigten Piraten, der irgendwo einen fetten Schatz versteckt hat. Und da will ich natürlich auch mal Teile davon haben. Vor allen Dingen, da ich gerade hier 500 Goldmünzen bezahlt habe, um schleichen zu lernen. So ein Quatsch. Abgemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Alles klar, Patty. Dann geh mal los. Du bist ja immer noch hier. Gut, aber Leute, das war der erste Part. Er ist schon vorbei. Ich verabschiede mich und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 2. Mein Name ist Cajun und ich sag Tschüss.